get on, just open them up. Yeah, Roger. I see your element. You got about four Humvees out along this. You're clear. All right, flaring. Line here. With the stage line. Let me know when you get it. What you? Light them all up. Come on, fire. Hey, Roger. Keep shoot. Keep shoot. Bushmaster, two things. Bushmaster, two things. We need to move time now. They're taking him. Bushmaster, Crazy Horse 1-8. It's Bushmaster 7, go ahead. Roger, we have a black SUV, or bongo truck, picking up the bodies. Request permission to engage. Bushmaster 7, roger. This is Bushmaster 7, roger, engage. 1-8, engage. Clear. Come on. Clear. Clear. Wo arbeitest du denn zurzeit? Ich war bei Abercrombie & Fitch. Jetzt suche ich etwas anderes als nächsten Schritt. Deine Mutter hat dich nach Wales geschickt und da hast du jeden Sinn für die Realität verloren. Und dass du uns vorher sitzen gelassen hast, hat da nichts mehr zu tun. Halt auf, was du sagst. Die Typen, die die Flugzeuge ins World Trade Center flogen, waren Märtyrer. Selbstmordattentäter in Afghanistan sind Märtyrer. Ein Märtyrer glaubt so sehr an etwas, dass er sich deswegen umbringt. Er wird nicht einfach nur erwischt. Ich bin für Ihre Grundausbildung zuständig, die sogenannte Patriot Sex. Die meisten von Ihnen werden nicht durchhalten und das ist auch gut so. Ich brauche keine Schlappschwänze. Keine Soldaten, denen ich nicht trauen kann. Sie für sich selber denken. Für ihre Kompanie sollen sie denken! Ich mache das ein paar Jahre. Sieht im Lebenslauf gut aus. Danach gehe ich vielleicht in die Politik. Da kann man richtig was bewirken. Ich wusste heute Morgen nicht mal, welche Schuhe ich anziehen soll. Und du hast gleich zwei berufliche Karrieren durchgeplant. Wenn du so erzogen worden wärst wie ich, dann würdest du auch immer schön vorausplanen. Und was machst du? Ich sagte links um. Ja, Obergefreiter. Bei uns Maritia ist es ja wohl nicht ja. Ist das klar, Gefreiter? Ja, Obergefreiter. Er schreit jawohl!
Jawohl, Obergefreiter. Der Feldwebel hat Ihnen eine Frage gestellt. Ich versuche doch nur, die Befehle zu befolgen. Haben Sie ein Problem mit Befehlen? Haben Sie ein Problem mit Befehlen? Wirklich. Gute Arbeit. Alle Informationen müssen frei sein. Missachte Autoritäten, fördere Dezentralisierung. Beurteile einen Hacker nach dem, was er tut und nicht nach Dingen wie Ausbildung, Rasse oder Geschlecht. Und zum Schluss, und das ist meine Lieblingshilfe, mit einem Computer kann man Schönheit erschaffen. Was macht der Stadtrat schon außer Geld kassieren, ha? Nichts. Was macht die Kirche außer Geld kassieren? Nichts.